Ja, liebe Freunde, heute stand und steht die Bundestagswahl im Mittelpunkt. Und deshalb will ich nur wenige Bemerkungen, vielleicht wenige aktuelle Bemerkungen machen zu dem, was uns in diesen Tagen ereilt. Aber bevor ich das mache, möchte ich, ihr habt das alle eben schon gemacht durch minutenlangen Staccato-Beifall, aber ich möchte im Namen all unserer Mitglieder im ganzen Landesverband noch einmal Norbert Lammert für seinen Dienst an unserer CDU Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren. Allein diese wenigen Worte hier, die du hier eben gesprochen hast, richten eben auch mal den Blick über den Tellerrand. Sagen mal, was in diesem Jahr auf dem Spiel steht. Und rüttelt uns vielleicht auch wach, dass man für bestimmte Inhalte wieder kämpfen muss. Das gilt für die Grundzüge unseres Landes, für die europäische Orientierung, für den Parlamentarismus, für Respekt vor Minderheiten, für all diese Themen. Und das gilt übrigens auch für die Wahl. Manche haben sich so bei uns darauf eingerichtet, ja, die Angela Merkel wird das schon machen. Wir werden schon immer wieder so knapp bei der absoluten Mehrheit liegen. Nein, wir leben bei beiden Themen in Zeiten, wo wieder gekämpft werden muss. Und die Generationen vor uns wussten das. Bundestagswahlkampf war Kampfzeit. Es ging nicht einfach so plätschernd dahin. Und in diesem Jahr dazu noch die Bedrohung international, die Bedrohung im eigenen Land, sodass das wirklich ein Schicksalsjahr für uns werden kann. Manche haben gesagt, da rauscht vielleicht ein Tsunami herbei, den wir alle noch nicht richtig sehen, der unter der Oberfläche ist und der plötzlich Riesenzerstörungskraft entfalten kann. Ja, ein Tsunami ist eine Naturkatastrophe. Eine Wahl ist aber keine Naturkatastrophe. Eine Wahl besteht darin, dass Menschen einzeln für sich verantwortlich handeln. Und dass die britische Jugend am Tag nach dem Referendum vor Westminster demonstriert gegen den Brexit, sie selbst aber nicht gewählt haben, sollte uns wachrütteln, dass wir in diesem Jahr wirklich jedem sagen, deine Stimme ist wichtig, du musst wählen gehen. Wir werden die Errungenschaften von 70 Jahren Bundesrepublik nicht kampflos preisgeben. Das ist das, was ansteht. Und diese Landtagswahl, wir erleben in diesen Tagen, parallel zu uns findet ja der Parteitag der SPD statt, wo sie ihr Wahlprogramm und ihre Spitzenkandidatin gekürt haben. Wir werden unser Wahlprogramm im Landesvorstand mit den Kreisvorsitzenden heute beraten. Dann schicken wir es in die Kreisverbände und unser Programm wird dann am 1. April verabschiedet. Und dann haben wir 5 Regionalkonferenzen in Herford, Bottrop, Siegburg, Erkelenz und Aalen. Und da wollen wir mit unseren Mitgliedern schon in der nächsten Woche beginnend dieses Programm erörtern. Und das Programm hat 3 Schwerpunkte. Innere Sicherheit, Bildung und Wirtschaft. Und das haben wir seit 3 Jahren in unterschiedlichen Nuancen bearbeitet. Aber eines stellen wir im Moment fest, diese Regierung ist, wie das oft bei Regierungen in der Endphase ist, wenn die Luft raus ist, gekennzeichnet von einer Arroganz der Macht, einer Abgehobenheit gegenüber den Themen, und eine Art Realitätsverweigerung, die man kaum mehr verstehen kann. Ich fange mal mit der Arroganz der Macht an. Wir haben diese Woche eine Haushaltsdebatte und um 9.55 Uhr, 5 Minuten vor Sitzungsbeginn, 8 bis 9 Minuten bevor unser erster Redner Daniel Siewicke, der sachlich als Vorsitzender des Innenausschusses gesprochen hat, da ging es um diese Fußballvorkommnisse bei Borussia Dortmund, verschickt der Innenminister seine Rede an die Presse. 5 Minuten, bevor es losgeht. Und er redet dann. Scheinbar ist es Ihnen und Ihrer Fraktion nicht möglich, wenige Monate vor einer Wahl ein Thema sachlich und differenziert zu betrachten. Das hat die Debatte erneut gezeigt.
Da ist das Minimum, was jeder Politiker können muss, zuhören, dem anderen wenigstens die Chance geben, dass er sein Argument mal vorträgt, bevor man schon vorgefertigt erklärt, das ist alles Unfug und es gipfelt dann da drin, dass dann hier steht, Herr, Klammer auf, Redner der CDU, Klammer zu. Er wusste nicht, wer redet. Er wusste nicht, was der Kollege sachlich vorträgt. Er wusste nicht, dass unser Kollege übrigens den Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft zitiert hat. Den Gewerkschaften hört er auch nicht mehr zu. Den Polizisten hört er nicht mehr zu. Den Mitarbeitern im Haus hört er nicht mehr zu. Und uns als Opposition hört er auch nicht mehr zu. Und sowas tun nur Politiker, die abgehoben sind, die kein Gespür mehr haben. Und deshalb muss der Wähler am 14. Mai Herrn Jäger aus dem Amt entfernen. Und jetzt kommt die zweite, die scheinbar abgehoben ist. Im Spiegel-Interview erklärt Frau Kraft heute, also im neuen Spiegel von heute, Ralf Jäger hat in beiden Legislaturperioden gute Arbeit abgeliefert. Das glaubt im Land Nordrhein-Westfalen niemand. Die Einbruchskriminalität ist explodiert, die Salafistenzahl hat sich versechsfacht, von 500 auf 3000 Salafisten, die No-Go-Areas im Ruhrgebiet, die von den Gewerkschaften so benannt werden, nicht von uns, sind eine Realität in Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine Vervierfachung der Rockerbanden. Wir haben die Zustände der hooligen, rechtsradikalen Demonstrationen in Köln, die man nicht im Griff hatte. Wir haben Burbach, wo erstmals in Deutschland in einem Flüchtlingsheim Übergriffe dieser Art stattgefunden haben. Wir haben die Kölner Silvesternacht. Wir haben jetzt den Fall Amri, wo erklärt wird, man konnte nicht handeln, obwohl jeder weiß, dass Herr Amri in Haft gehört hätte. Und dann zu sagen, dieser Innenminister hat gute Arbeit gemacht, ist ein Schlag ins Gesicht all der Leute, die eine andere Politik der inneren Sicherheit in Nordrhein-Westfalen wollen. Und da setzen Sie jetzt heute noch was drauf und haben heute eben vor einer Stunde beschlossen, Sie wollen mehr Polizisten in den ländlichen Raum schicken. Sie haben seit 7 Jahren eines getan, den gesamten ländlichen Raum ausgedünnt mit Polizisten, mit Einsatzkräften und sagen jetzt wenige Tage vor einer Wahl, dass Sie das glatte Gegenteil macht worden. Das ist postfaktische Politik, den Leuten vormachen, als würde man ernsthaft sich um den ländlichen Raum kümmern, obwohl man 7 Jahre nichts anderes gemacht hat als eine Politik gegen den ländlichen Raum. Und deshalb frage ich euch, und da muss man jetzt auch mal die Tonlage ändern, ich werde als Ministerpräsident dieses Landes nach dem 14. Mai damit beginnen, Null Toleranz durchzusetzen. Niemand wird mehr, es wird nicht mehr geduldet, dass auf öffentlichen Plätzen 8 Stunden lang so etwas wie in Köln passiert. Wir werden die Broken Window Theorie, die es in den USA gab, wo jemand sagt, wenn der Erste was kaputt macht, musst du es gleich in Ordnung bringen. Wenn du aber nichts machst, geht das Zweite und das Dritte und dann rutscht ein Viertel ab. In Duisburg und anderswo kann man das erleben. Da ist jetzt eine CDU-Ordnungsdezernentin seit einem halben Jahr im Amt, die fängt jetzt an, diese Schrottimmobilien stillzulegen, die von kriminellen, mafiösen Strukturen genutzt werden. So muss man das in diesem Land machen. Dazu ist diese Regierung nicht mehr fähig und wir werden das durchsetzen und ich persönlich werde das auch durchsetzen. Frau Kraft hat sich schlicht und einfach nicht gekümmert. Kümmerer ist man nicht, indem man aufs Plakat schreibt, ich bin ein Kümmerer, sondern Kümmerer ist man, wenn im Münsterland Menschen ums Leben kommen bei einem Hochwasser, indem man dahin fährt und nicht sagt, ich bin in einem Funkloch. Wenn in Köln was passiert, nicht eidesstattlich versichern, wir sind alle 4 Tage lang abgetaucht, sondern da sein bei den Menschen, bei den Opfern. Das ist Kümmern und das haben wir bei der inneren Sicherheit nicht erlebt. Und jetzt kommt das zweite Thema. Also man fasst es kaum. Wir sind schlusslich beim Wirtschaftswachstum. Und Frau Kraft erklärt heute Morgen, wir sind dafür, SPD,
nicht von der Brache zum Biotop, sondern von der Wirtschaftsbrache zur Wirtschaftsfläche. Also, das heißt, man beginnt nach 7 Jahren mit Wirtschaftspolitik und behauptet, dass man nicht aus Brachen Biotope machen will, sondern aus Wirtschaftsbrachen Wirtschaftsfläche. Die Realität in Nordrhein-Westfalen, die ganzen Gesetze der letzten Jahre, der Landesentwicklungsplan, das Landesnaturschutzgesetz, tausende Quälereien des ländlichen Raums durch Beschlüsse des Umweltministers haben dazu geführt, dass in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren 45.000 Hektar mehr Wald sind, 23.000 Hektar mehr Grünfläche, 1.000 Hektar mehr Heidefläche und 443 Hektar mehr Moor und 3.800 Hektar weniger Gewerbefläche, landwirtschaftliche Fläche in Nordrhein-Westfalen. Das ist die Realität nach 7 Jahren. Die haben nicht nur aus Industriebrachen Biotope gemacht, sondern die haben aus Flächen, die der Wirtschaft hätten zur Verfügung stehen können, Biotope gemacht und haben Arbeitsplatzansiedlungen, beispielsweise in der Emscher-Lipper-Region, der ganze Streit um den U-Park. Sie haben genau die gegenteilige Politik gemacht und sich jetzt 85 Tage vor der Wahl hinzustellen, nachdem man sich 7 Jahre nicht um Industriearbeitsplätze gekümmert hat, sondern Herrn Remmel freie Hand gegeben hat, das ist das, was die Menschen, ja, die werden an der Politik verzweifeln. Weil sie sagen, wir kennen doch die Frau Kraft bisher anders. Sie hat doch nie über Wirtschaftspolitik geredet. Und ich sage, egal welche Regierungskonstellation es gibt nach dem 14. Mai, was wir alle nicht wissen. Aber eine Landwirtschafts- und Umweltpolitik von Herrn Remmel wird es mit mir als Ministerpräsident in dieser Form nicht mehr geben. Da ist Feierabend. Und das dritte und letzte, die Umfragen bewegen sich ja jetzt mal kurzfristig zugunsten der SPD wegen eines Kanzlerkandidaten aus der Nachbarschaft des Aachener Domes, der jetzt Würseln weltbekannt macht. Ich hoffe, dass die Stadt Würseln sich davon erholt, dass sie immer mit diesem Kandidaten jetzt in Verbindung gebracht wird. Aber jetzt steigen plötzlich Umfragen, was übrigens ein bemerkenswertes Phänomen ist. Wenn Sie Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen hören, reden die derzeit, obwohl sie alle für Gabriel waren und alle gegen Schulz waren, im Moment nur noch von Herrn Schulz. Es gab mal Zeiten, dass Sozialdemokraten vor 7 Jahren, auch noch vor 5 Jahren, über Frau Kraft geredet haben. Aber sie glauben, dass sie die Wahl überhaupt nur noch in der Nähe eines Nicht-Desasters überstehen können, wenn sie Herrn Schulz auf den Schild heben. Es kommt keiner mehr auf die Idee, mit Frau Kraft zu werben, mit Herrn Jäger zu werben, mit Frau Schulze zu werben oder wie die sonstigen Minister heißen. Das ist schon ein bezeichnendes Phänomen. Und wir werden jetzt mal Herrn Schulz nicht mit privaten Dingen. Die SPD sagt ja schon, wenn du ein sachliches Argument sagst, das ist eine Schmutzkampagne. Wenn du sagst, für was steht eigentlich Herr Schulz, sagt der Gegenüber, hör auf mit der Schmutzkampagne. Ja, wir werden schon dieses Jahr mal fragen, für was steht denn Herr Schulz? Steht er für das Gleiche wie Herr Gabriel oder nicht? Und wenn der für das Gleiche steht wie Herr Gabriel, warum soll man dann eigentlich plötzlich seine Meinungspräferenz ändern? Das wird ja eine Debatte sein. Aber wir werden Herrn Schulz an dem messen, was er sagt. Und er sagt, er ist für soziale Gerechtigkeit. Er ist gegen Kinderarmut. Und dann sage ich, okay, reden wir nicht über Berlin, reden wir nicht über große Koalition. Da sind beide beteiligt. Herr Schulz sitzt übrigens seit 25 Jahren im Präsidium der SPD. Der ist jetzt nicht in den letzten Tagen von einem Stern heruntergegleitet auf diese Erde, um hier das Heil zu bringen, sondern der ist Führungsperson. Der steht übrigens auch für eine ganz spezielle Form von EU-Klüngel, muss ich auch mal dazu sagen. Ich bin ein Europäer. Ich bin ein leidenschaftlicher Europäer, aber wie manchmal hinter verschlossenen Türen da Politik gemacht wird, da ist Herr Schulz mit ganz vorne mit dabei gewesen. Aber wir messen ihn nicht an der Großen Koalition. Da kann man sagen, es ist halbe halbe. Wir messen ihn an Nordrhein-Westfalen.
In ganz Deutschland sinkt die Kinderarmut, in Nordrhein-Westfalen steigt die Kinderarmut. In ganz Deutschland gibt es mehr Bildungsinvestitionen für Kinder als in Nordrhein-Westfalen. Die Grundschulschlüssel, die Kitaschlüssel, 16. von 16 bei U3-Plätzen, alles hier. Hier könnte die SPD das heilige Land schaffen, von dem Herr Schulz redet. Sie hat hier eine Mehrheit mit den Grünen. Aber in diesem Land werden wir an ihm messen, dass das alles nicht stimmt. Er macht so Sprüche, müsste mal einer von uns machen, hat er bei Anne Will gesagt. Wir wollen nicht, dass unsere Frauen auf der Kölner Domplatte angegrapscht werden. Ich weiß nicht, ob das die Frauen von Herrn Schulz sind, die da angegrapscht wurden. Die Tonlage finde ich etwas eigenartig. Aber dem muss man doch entgegnen. Ja, aber in keinem anderen deutschen Bundesland hat das stattgefunden, wie unter einem SPD-Innenminister und einer SPD-Regierung. In Bayern wäre das nicht passiert, was da passiert ist. Das muss man ihm dann entgegenhalten. Und der größte Anschlag auf soziale Gerechtigkeit für Kinder ist Unterrichtsausfall. Akademikerkind wird es schaffen, helfen die Eltern. Aber das Kind, wo Eltern nicht schaffen können, das den Aufstieg schaffen soll, unabhängig von den Eltern, für das Kind ist jede Stunde Unterrichtsausfall ein Anschlag auf dessen Bildungskarriere. Und wenn wir zu wenig Lehrer haben, wenn die Inklusion mit der Brechstange gemacht wird, wenn die Flüchtlingskinder ohne Deutschkenntnisse, ohne Vorschaltklassen einfach in die Schulen hineingeschickt werden, dann schwächt man das Bildungssystem, dann schwächt man Aufstiegschancen durch Bildung. Da kümmert sich Frau Kraft einen Deut drum. Sie lässt Frau Löhrmann die Prügel einstecken, die hat sie auch verdient. Aber eine Ministerpräsidentin muss sich um die Dinge kümmern. Das hat Frau Kraft irgendwann eingestellt. Und deshalb werden wir am 14. Mai diese Wahl gewinnen. Und ich sage euch, wenn die SPD das schafft, mit 20% Stimmergebnissen, bei der ersten Rede von Herrn Schulz sich einzureden, den deutschen Bundeskanzler stellen zu können, dann werden wir angesichts dieser Umfragelage locker den nächsten Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen stellen. Und die Kraft müssen wir jetzt in unsere Kreisverbände bringen. Ein bisschen von diesem überhobenen Selbstbewusstsein, nicht so arrogant wie die SPD, aber ein bisschen von diesem Selbstbewusstsein, wir gewinnen die Wahl. Das müssen wir unseren Mitgliedern jetzt sagen und dann schaffen wir es auch.